Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlich begrüße ich Sie zur Betrachtung des lichtreichen Rosenkranzes, vorzugsweise am Samstag, die lichtreichen Geheimnisse. Auch hier wollen wir sehen, wo die Begründungen in der Bibel zu finden sind. Die lichtreichen Geheimnisse sind Teil der vier päpstlichen Rosenkränze. Es ist der jüngste päpstliche Rosenkranz, er wurde von Papst Benedikt XVI. Eingeführt. Damit wir aber jeden Tag einen biblisch fundierten Rosenkranz beten können, finden Sie auch drei weitere. Beten wir diesen Rosenkranz immer auch ganz besonders für die Grabesruhe, für die Verstorbenen, die unseres Gebetes bedürfen. Teilen Sie das Video, abonnieren Sie den Kanal, betätigen Sie die Glocke. Das Eingangsgeheimnis ist auch hier wieder, der in uns den Glauben vermehre, Hebräer 10, 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Aber auch 1 Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei am größten ist die Liebe. Zweite Eingangsgeheimnis, der in uns die Hoffnung stärke. Unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung unseres Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. 1 Thessalonicher 1, 3, aber auch hier wieder 1 Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten ist die Liebe. Der in uns die Liebe entzünde, ein Kolosser 3, 14, zu diesem allem aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte ist die Liebe. Das erste Geheimnis, der von Johannes getauft worden ist, für das erste Gesetzchen. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Markus 1, 9 bis 10, aber auch die Vergleichsstellen selber lesen, Matthäus 3, 13 bis 17, Lukas 3, 21 und folgende und Johannes 1, 29 bis 34. Der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hatte, die Belegstelle Johannes 2, 1 bis 11, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Als Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen, als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach, jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes 2, 1 bis 11. Das nächste Gesetzchen, das Geheimnis für das Gesetzchen, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungernden und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Und hier haben wir die Belegstelle Matthäus 5, 1 bis 12, aber auch die Vergleichsstellen Matthäus 5, 13 bis 7, 29, dann Lukas 6, 20 bis 49, Markus 1, 15 bzw. 2, 3 bis 13, Lukas 7, 47 bis 48, aber auch Johannes 20, 22 bis 23. Der auf dem Berg verklärt worden ist, ist das nächste Geheimnis des nächsten Gesetzchens. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Hier die Belegstelle Markus 9, 2 bis 10, aber lesen Sie auch die Vergleichsstellen Matthäus 17, 1 bis 9 und Lukas 9, 28 bis 36. Dann das letzte Gesetzchen, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn: Doch nicht ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch 12, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahles nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen den Jüngern und sie tranken daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für euch, für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem trinke im Reich Gottes. Belegstelle hier Markus 14, 17 bis 25, Vergleichstellen Matthäus 26, 20 bis 29, Lukas 22, 14 bis 23, Johannes 6, 22 bis 59, beziehungsweise 13, 2, 21 bis 26, aber auch 1 Korinther 11, 23 bis 26.
Auch hier wieder teilen Sie das Video zu diesem Rosenkranz, abonnieren Sie den Kanal und betätigen Sie die Glocke. Beten Sie die Rosenkränze in der Playlist der entsprechenden mit. Hören Sie die apostolischen Väter, die Kirchenväter, sie stärken Ihren Glauben und auch alle anderen vertonten Videos auf diesem Kanal. So segne ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.